Hallo aus Malaysia an alle Rennsportfans, die heute eingeschaltet haben. In wenigen Minuten werden die Fahrer ihre Startpositionen einnehmen und letzte Vorbereitungen für den Start des Moto2-Rennens treffen. Genau, und damit sind wir zurück zu einer niegelnagelneuen Folge von Moto2 in der VR46 Meisterschaft. Richtig, ich meine das genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Also Leute, lasst uns loslegen. Bin mal gespannt. Hey, und wisst ihr, was das Schöne ist? Es sind nur noch 4 Rennen. Weil wir sagen, 4 Folgen. Insgesamt sind es 5 Folgen, die es noch dauert, bis wir die komplette zweite Season der Karriere abgeschlossen haben. Bevor dann die dritte anfängt, das heißt unsere MotoGP, die Königsklasse, fängt dann an. Aber was viel wichtiger ist, in 4 Folgen wird es soweit sein, da fängt nämlich die Rallye-Meisterschaft wieder an. Und wenn ihr euch noch an die letzte Rallye-Meisterschaft... Oh. Warte, das war ein bisschen fies, das tut mir leid so. Wenn ihr euch an die letzte Rallye-Meisterschaft noch erinnert, dann ging die über 3-4 Folgen. Und da würde ich euch gerne mal so fragen, weil das wird jetzt hier die letzte Folge der Aufnahmeseason erstmal sein wieder. Ich muss ja unbedingt noch ein paar mehr Spiele nochmal let's playen. Wenn wir da die Aufnahme machen. Außerdem ist die Festplatte, hat meine 2 Terabyte nur noch 100 GB frei. Das wird also ein bisschen knapp mit der Aufnahme. Nicht, dass das mittendrin aufhört oder anfängt zu stottern oder so. Das eine reine Dia-Show wird. Ja, in 4 Folgen gibt es die große Masters in der Rallye-Meisterschaft. Und ich wollte euch fragen, wie schaut's aus? Wollen wir dann so einen Zusammenschnitt machen, so eine Art Best-of raus? Also eine Folge, die dann maximal 20 bis 30 Minuten geht? Oder wollen wir das in mehrere Folgen machen, so wie beim letzten Mal? Würde ich echt mal gerne eure Meinung wissen. Da wir jetzt ja nicht nur 20 Minuten Folgen machen, sondern ja weitaus kürzere, könnte es sein, dass jede Etappe stattfindet. Das heißt, ungefähr jede Folge würde so zwischen 5 bis 10 Minuten dauern. Abhängig davon, ob es jetzt... Boah. Warte. Okay, ihr hebt ab. Ja. Ich hab nicht... Das ist scheiße, Mann, das neue Update. Ehrlich, die fixen immer irgendwas und dann geht was anderes kaputt, Mann. Ich glaube, das sind dieselben Mitarbeiter, die auch bei unseren zweitesten Top-Spiele-Entwickler Massive sitzen. Die Jungs und Mädels, die ja für Division verantwortlich sind. Machen das auch mal so. Die patchen was und dann sind 10.000 Sachen mehr kaputt. Muss man auch mal erstmal schaffen. Ja, Milestone, ich weiß nicht. Aber ich finde es irgendwie gut, dass sie auf jeden Fall noch, auch wenn so viel jetzt noch vor der Tür steht, dass sie definitiv MotoGP 2016 noch nicht abgeschrieben haben. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn nächsten Monat denn nächste Woche Ride 2 rauskommt, ob denn der Support für Valentino Rossi eingestellt wird. Bin ich echt mal gespannt. Boah, komm, das war doch... Warum? Das war doch 100 Meter. 150 Meter. Da war doch... Ich hab doch... Warte mal, das will ich jetzt sehen. Erster Strich. Ja, hier. Da ist der Strich. Na gut. Bei dem Strich hätte ich bremsen müssen, ne? Okay. Mein Fehler. So. Boah, ich mache hier einen auf Hamilton, Alter. Erstmal schön in den Schotter. Ach ja. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir das mit dem Masters machen. Aber ich würde gerne mal eure Meinung hören. Wollen wir das in jedes Rennen in einer Folge machen? Dann würde das Let's Play natürlich signifikant länger dauern, bis wir dann die MotoGP anfangen. Oder wollen wir einfach ein Best-of machen, dass ich sozusagen mir die Mühe mache, alles aufnehme, dann wird es gute 2 Stunden und dann die Highlights rausschneide und alles so als Wiederholung mache. Das heißt mit externen Ansichten und so und ich das Ganze dann schön mit einem Commentary versehe. Weil die meisten sind ja hier schließlich wegen den Motorrädern und nicht wegen der Rallye-Karre, vor allem wegen den Ford, ne? Kennt man ja, fuhr Ford und kam nie wieder. Und naja. Ich wüsste sonst nicht noch, was man dazu sagen kann. Ja, das war's eigentlich. So, damit ist das Let's Play beendet. Wir brauchen ja nicht, ich gewinne eh. Nein. So,
immer ganz gut aus. Oh, wie habe ich, warte mal, wie habe ich denn den Vorsprung rausgeholt? Aber benutze ich doch noch nicht mal mehr gekoppelte Bremse. Ah, schön. Ich merke auf jeden Fall, es ist weitaus besser, den Powerslide hinzubekommen, den ich so favorisiere bei dem Spiel. Und mit der Kubikzahl ist das auf jeden Fall noch machbar. Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, bei der GP-Klasse werden wir das nicht mehr schaffen. Da ist einfach zu groß, der Motor. Und die ganze Maschine an sich zu schwer, dass ich da den Powerslide hinbekomme. Das ist ja hier, ne, dass das Heck ein bisschen rausrutscht, die Hinterarmschwinge in einem sehr unvorteilhaften Winkel steht zum Vorderrad. Und man ganz leicht einen Seifeneffekt generiert, aber dabei trotzdem nicht den Grip verliert. Ja, warum nicht? Guck mal, die Bremse noch an derselben Stelle, nur dass ich wieder meinen Kopf wieder 10 Jahre später erst hochkriege. So, jetzt hier, aber jetzt mache ich mal heute keinen auf Hamilton. Alter, da haben mich die beiden Jungs gerade echt ausgespielt. Ich bin doch hier der Kurvenkönig. Na, ich kenne mich mit weiblichen Kurven besser aus als so manche Frau. Wo ist denn da? Ach, da ist ja auch 150 Meter. Siehst du, jetzt achte ich mal drauf auf die Linie und jetzt sehe ich, das steht mit 150... Oh, oh, oh. Mit 150 Meter nicht. Okay, das war mein Fehler. Das war definitiv mein Fehler. Zweite Bremse? Na, schade. Dann müssen wir nochmal hier, ne? Dann müssen wir aber nochmal sowas von. Ja, vibriert ganz schön. Einmal gemault. Ja, sieht ganz gut aus. Malaysia ist sowieso so eine Strecke. Die kenne ich ja von Formel 1 Spielen aus dem FF, aber. Ich weiß nicht, mit Motorrädern ist es doch so, als wenn man sie zum ersten Mal fährt. Weil die Einlenkpunkte und die Ideallinie doch komplett anders ist. Beim Formel 1-Mann kannst du viel schneller die Kurven nehmen und du hast einfach viel mehr Grip. Der Anpressdruck ist einfach viel höher. Ich warte ja eigentlich drauf, dass mal irgendwie ein Klassement geändert wird oder eine Regel geändert wird bei MotoGP, dass man einfach das ganze, die ganze Maschine viel besser und aerodynamischer verkleiden kann. Weißt du, dass man... Ich weiß, es ist total behindert. Ja, ja. Warte doch erstmal, bevor du deine Meinung äußerst. Warte mal, hör mich mal komplett an. Wäre es nicht total geil, vorne und hinten Spoiler zu haben? Ich meine, Ducati fängt damit jetzt an, diese Saison, und hat diese komischen Welsflossen angebaut, wie beim Formel 1-Wagen seinerzeit. Haben auch alle viele geschmunzelt. Auf einmal hatten die, haben jetzt ganz viele diese komischen Flügel dran, um mehr Anpressdruck nach vorne zu bekommen. Nicht? Kannst du mehr Gas geben und die Flügel sind halt wie beim U-Boot, dass du halt die Nase nach unten bekommst, ne? Und dabei trotzdem noch Vollgas geben kannst, ohne dass du halt vorne abhebst. Aerodynamisch mehr Gewicht vorne drauf, das ist geil. Und warum wäre das nicht eigentlich auch was hier für sowas, weißt du? Ein bisschen mehr Spoiler vorne und hinten, die Leute dürften nicht mehr so dicht aneinander fahren. Wäre das nicht was? Oder bin ich da ein bisschen zu abgespaced gerade? Wäre das schon mehr eine eigene Klasse für sich? Weißt du, mehr so ein komplettes Rennevent für sich, als statt das bei der GP einzubauen, sollte es vielleicht, was weiß ich, Moto-Spoiler haben oder so, keine Ahnung. Vielleicht wäre das ja was. Keine Ahnung. Naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wäre es vielleicht geil, wenn man an Maschinen nochmal zusätzlich so Spoiler ranhaut, die natürlich nie eine Straßenzulassung bekommen, aber trotzdem irgendwie was hätten, das, ja, weiß nicht. Dass da irgendwie mal so eine neue Evolution stattfindet, weil Motorräder haben sich zwar technisch verändert, aber in Sachen Aerodynamik haben die jetzt nicht so große Sprünge gemacht, weißt du, weil die sind voll verkleidet. Und das hat sich seit, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren hat sich das nicht verändert, diese Vollverkleidung. Sie haben hier und da eine Welle verändert, klar, aber sonst nicht wirklich viel. Ja, dann würde ich sagen, war es das mal wieder für heute, ne? Wir haben uns ordentlich geschlagen. Wir sind sogar 2,7 Sekunden schneller. Ne, 1,7 Sekunden schneller als Zarco. Ihr seid auch wieder mit dabei auf Platz 4. Krasser Shit, Mann. Ah, ihr habt euch auf Platz 3. Ja, gut, gut, gut. Also, 9. 9 Punkte. Na, ihr gebt nicht auf. Ach, Quatsch, 9 Punkte. 11 Punkte. Ich bin müde. Lass mich in Ruhe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, ne? Pork hat einen an der Waffel, weil er nicht mehr quatschen kann, weil er zu müde ist. Ja, würde ich sagen, lassen wir das für heute und ja, ich freue mich drauf, in der Woche eure Kommentare durchzulesen. Für mich endet jetzt die Aufnahmeseason
Und für euch geht es morgen direkt weiter. Ich habe jetzt erstmal eine Woche MotoGP-Pause. Das heißt, ich kann wieder ordentlich Fachwissen mir ansammeln, ein bisschen wieder im Fernsehen gucken und vielleicht finde ich ja hier und da nochmal ein schönes Ereignis statt, worüber man dann in der nächsten Aufnahmesaison rüber quatschen kann. Mal versinnvoll ist, ihr seid die Besten. Und wenn ihr wollt, richtig, seid ihr morgen wieder mit dabei.